Hallo Freunde analogen Unterhaltung. Heute ist wieder Montag und wir stellen euch wieder ein Kinderspiel vor, heute mit Edgar. Und ja, wir stellen euch Tragomino vor. Die Kinderspielvariante des, ja, King Domino, Spiel des Jahres geworden. Und Tragomino ist jetzt Kinderspiel des Jahres geworden, ganz frisch in Frankreich. Eine sehr schöne Kinderspielvariante davon. Bruno Catala und Marie-Wilfried Port haben es gemacht. Schon ab 5 Jahren ist es empfohlen. Aber ja, es macht tatsächlich auch älteren Kindern noch Spaß, obwohl die natürlich auch dann schon bald King Domino spielen können. Ich erkläre euch kurz die Regeln, wie gewohnt, und dann spielen wir eine Runde und ich erzähle euch noch ein bisschen was dazu. Tragomino ist wie gesagt die Kinderspielvariante von King Domino und hat im Prinzip die gleichen Grundregeln. Ziel des Spiels ist, möglichst viele Drachen hier in diesen Dracheneiern zu finden, und die behalten wir, wenn wir ja übereinstimmende Landschaften zusammenpuzzeln in unserem kleinen Königreich. Wenn wir dran sind, ja, dann werden pro Runde erstmal 4 Dominosteine ausgelegt. Jeder Spieler startet mit so einem hier Startteil, wo so eine Fahne drauf ist. Und ja, dann wird einfach der Startspieler bestimmt. Und der darf sich jetzt hier den ersten Dominostein aussuchen, zum Beispiel so, darf ihn anpuzzeln, wie er möchte. Wobei schon erwähnt, man versucht, so zusammenhängende Landschaften zu bilden. Der nächste Spieler hat jetzt noch 3 zur Auswahl, würde sich davon 1 aussuchen. Der dritte 2 und der letzte, der vierte Spieler, muss halt einfach nehmen, was übrig bleibt. Wenn man dann sowas hier zusammengepuzzelt hat, was übereinstimmend ist, dann findet man sozusagen hier ein Drachenei, und zwar entsprechend der Landschaft. In dem Fall hätte ich jetzt hier so ein Eisdrachenei gefunden. Ja, und dann darf ich es auch gleich umdrehen und gucken, ob hier ein Drache drin ist. Leider habe ich jetzt Pech gehabt, das Drachenei war leer. Der Spieler, der zuletzt ein leeres Drachenei gefunden hat, der bekommt als Trostpflaster sozusagen hier diese Drachenfigur, weil der wird dann bei der nächsten Runde, wenn hier alles abgeräumt ist, kommen wieder 4 neue Plättchen hier hin, der Startspieler sein. Aber wenn während der Runde noch ein anderer auch ein leeres Drachenei findet, ja, dann bekommt quasi er die Drachenfigur, einfach der zuletzt ein leeres Drachenei gefunden hat, bekommt die Figur. Natürlich ist es da in dem Fall auch möglich, ich pusse jetzt hier mal so weiter, als wäre das jetzt hier schon die weiteren Runden. Natürlich kann man auch, jetzt muss ich mal gucken, ob ich, ja genau, zum Beispiel so, hier würde ich jetzt hier so einen Wald, hätte ich so einen Wald Dracheneier gefunden, hier ist auch ein Drache drin. Natürlich ist auch möglich, mehrere Dracheneier zu finden, zum Beispiel wenn ich sowas hier puzzeln würde, würde ich hier einmal ein Winterdrachenei finden und einmal ein, hier, so ein Wiesendrachenei. Das war allerdings leider auch leer. Wichtig bei den Dracheneiern ist noch, es gibt unterschiedlich viele Dracheneier, wie ihr hier seht. Vulkan, Berge, Wald, Wiesen, Eis und Wüste. Und man sieht ja, die Vulkane, da gibt es am wenigsten Dracheneier. Das sind nur 9 Stück. Das sind 10, 11, 12, 13, 14. Unter all diesen Dracheneiern sind aber jeweils 7 Drachenbabys versteckt. Das heißt, unter den 9 Vulkanen Dracheneiern sind nur 2 Nieten. Hier sind dann 3 Nieten, 4 Nieten, 5 Nieten, 6 Nieten, 7 Nieten. Bedeutet einfach, die Vulkanfelder sind tendenziell, hier sieht man es, die wertvollsten, aber halt auch die seltensten. Aber es ist schon ein bisschen so ein kleines Ding, dass man natürlich versucht, eher diese selteneren Landschaften hier zusammenzupuzzeln. Und so spielt man einfach, bis alle bis alle Dominosteine hier aus dem Vorrat aufgebraucht sind. Und dann zählt man einfach zusammen, wer die meisten Drachen gefunden hat. Gibt es da Gleichstand, wer die meisten leeren Eier noch hat. Und dann gibt es auch noch die Drachenmutter als Tiebreaker. Es gibt noch eine kleine Expertenregel sozusagen. Und zwar ist auf manchen Domino-Plättchen hier noch so ein See drauf. Man kann es dann so spielen, dass wenn man zum Beispiel hier jetzt für diese Zusammenkunft hier ein Drachenei bekommen würde. Und weil das jetzt aber ein See ist, weil eins von den beiden einen See hat, darf man sogar 2 geheim sich angucken und ja, dann eins auswählen und das andere geheim wieder zurücklegen. Wenn natürlich das leer gewesen wäre, dann hätte ich das leere zurückgelegt. So kann man sozusagen hier diese Seeteile noch ein bisschen aufwerten und noch ein weiteres kleines taktisches Element mit reinnehmen. Aber im Prinzip ist es das, wir zählen einfach die Drachen, die Mutter ist halt wichtig, wer wieder anfängt, und am Ende hat dann einfach der gewonnen, der die meisten Drachen gefunden hat. Okay, du willst anfangen, nehme ich mal an, das heißt, du kannst die erste wählen.
Einziges Unterschied bei zwei Personen ist, dass ja, es liegen vier aus und wir werden halt nur zwei auswählen. Die anderen zwei kommen weg. Man spielt trotzdem gleich viel Runden. Ja, willst du das nehmen? Du willst das mit dem hier gleich mal Wüste nehmen. Wüste. Dann nimmst du dir ein Wüstenplättchen. Ja, es gibt keinen. Ah, da hast du aber mal Glück gehabt. Ne? Da hat man ja die geringste Chance. Und vor allem habe ich jetzt mal Pech gehabt, weil weder Wüste noch Winter hast du mir gelassen. Naja, dafür werde ich jetzt einfach das hier nehmen, weil da sind halt zwei interessante. Und die werde ich jetzt einfach. Keine Ahnung. Ich werde sie einfach so hinlegen. Mal gucken. Okay, die kommen jetzt einfach weg. Und wir kriegen vier neue. Und. Hier, so, und jetzt die Drachenmutter, ja, bekomme jetzt ich, weil ich habe ja gar kein Ei bekommen, würde ich mal sagen. Wir haben gesagt, wir spielen auch mit der Seeregel, das heißt, da darf man dann zwei aussuchen. Ja, dann werde ich es doch gleich mal machen. Dann werde ich hier den See so anbauen. Jetzt darf ich zwei Eisplättchen gucken. Okay, ein hat geklappt und du bist dran. So, auch den See. Ja. Du könntest natürlich, guck mal, hast du das schon bemerkt? Das kannst du natürlich auch machen. Da musst du noch ein bisschen gucken. Aber ja, du hast keinen See. Na, es ist vielleicht doch nicht schlecht mit dem See, ja. Dann kriegst du auch zwei. Ist auch vielleicht sicherer. Hast du auch einen. Okay, gut. Dann wechseln wir den Startspieler einfach. Wir haben ja beide was bekommen, dann darfst du wieder anfangen. Das ist jetzt so ein bisschen eine Hausregel. Ich glaube, sonst wechselt der Startspieler tatsächlich nur, wenn man keinen Drachen findet, aber so finde ich es irgendwie gerechter. Ja, das könntest du machen. Der passt natürlich auch bei dir, ne? Aber wieso? So, du willst wieder zwei. Okay. Okay, guck mal, ich lege jetzt den hier. Jetzt kriege ich einen solchen. Der ist natürlich immer relativ einfach. Oh, dafür habe ich da keinen bekommen. Aber dann kriege ich doch die Mutter. So, okay. Ja, und ihr seht schon, spielt sich sehr, sehr schnell. Natürlich zu zweit noch schneller als zu viert. Was nehme ich denn da? Puh, sowas vielleicht einfach. Kriege ich so einen Berg. Naja, du bist dran. Muss jetzt mal gucken, dass du mal zwei kriegst. Ja, zum Beispiel damit könntest du es. Guck mal, du kannst auch hier dazwischen. Wenn du es da legst, kriegst du auch zwei. Du musst halt mal schauen, dass du auch zwei produzierst. Genau, so. Ja, dann kriegst du einen Wald und eine Wiese. Das ist schon besser, Wald und Wiese. Das war Wiese. Das war Wiese. Genau, Wald war der hier. Der dunkle Grüne. Zwei hast du bekommen. Okay, trotzdem darfst du jetzt anfangen, weil ich habe ja auch einen bekommen. Dann wechselt es immer. Eins, zwei, drei, vier. So mehrere Möglichkeiten. Ja, jetzt kriegst du da einen und hier kannst du sogar zwei nehmen. Also drei. Ja, aber darfst halt jetzt nur. drei von einer Farbe. Und da musst du aber natürlich einen wieder zurücklegen. Was nehme ich jetzt? Aber nur bei einem. Darf das nicht gucken, was du da machst? Ah, das ist natürlich für mich jetzt. Ah, doch, na gut, okay. Boah, du hast Glück heute. Bisher hast du noch kein einziges schlechtes Ei gefunden, Ich bislang. hab Eis. Okay. Das Jetzt ist wird einfach hier nur ein schon Glück. wieder ein Dings bekommen und jetzt darf ich hier zwei aussuchen, weil ich hier wieder ein. Guck's dir an. Beide kein Ei gefunden, ja? Obwohl ich hier auch einen See hatte. Na gut, schon fast letzte Runde. Ja, vorletzte Runde. Ja, genau, vorletzte Runde. Jetzt darf ich nochmal anfangen, weil ich kein Ei bekommen habe. Jetzt brauche ich unbedingt, ja, ich muss jetzt unbedingt hier wenigstens nochmal mein Vulkan, das ist mein einziger Joker. Na, guck mal hier. Und jetzt. Hi, sehr gut. Du darfst. Ah, der ist auch gut für dich, ja. Kannst du nochmal drei von den Ich kann Eisdingern hier nehmen? mal
Da auch nur zwei, weil das ist immer nur, wenn einer, das ist wichtig, habe ich glaube ich in der Regel auch gar nicht erwähnt, wenn mindestens einer ein C zeigt, darfst du zwei nehmen. Dann dürfte ich so, ja, das ist total richtig. So machst du es, so kannst du tatsächlich zweimal zwei nehmen, genau. Jetzt habe ich ja vier. Jetzt kannst du vier nehmen, genau. Vier von Eis. Vier nehmen und zwei aussuchen. Vollkommen richtig, das ist glaube ich korrekt. Zwei aussuchen? Naja, du hast halt hier und hier. Ja. Ne? Mhm, hier, du kannst, kriegst vier und zwei musst du wieder zurücklegen. Und dann sind wir sogar schon in der letzten Runde. Oh mein Gott, das war sowas von knapp. Ich hab alle waren kaputt und nur ein Drache. Nur ein Drache? Aber den kaputten, einen kaputten musst du auch hinlegen. Dann nimmst du einen kaputten. Du kriegst, musst ja zwei behalten. Ach so, ja, richtig. Aber dann darfst du auch anfangen bei der letzten Runde. Ach so. Weil du als letztes einen kaputten gefunden hast. Okay, dann darfst du den letzten noch auswählen. Tja. Ah, die sind nicht so günstig. Du hast nämlich keinen Berg. Und auch kein, du kannst da tatsächlich nicht ganz so viel machen damit. Aber ja, ist halt so. Warte mal kurz. Ja, das ist das Geringste. Ich nehme dann noch so ein Wüste. Noch ein Wüste. Zwei darf ich so. Nee, ja, stimmt. Zwei, genau. Weil da auch wieder ein See ist. Aber Wüste ist natürlich gefährlich. Das sind viele Nieten. Da hast du aber echt gut Glück gehabt diesmal, würde ich sagen. Tja, jetzt bin ich mir unsicher. Ich glaube, ich nehme auch das, um lieber nochmal zwei von denen nehmen zu können. Ah ja, einen habe ich noch bekommen. Okay, und das war's. Jetzt müssen wir einfach nur noch zählen. Ja, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Du hast voll gewonnen, weil du einfach Glück beim Ziehen hattest. Aber ja, das ist Dragomino. Ich muss sagen, ich finde es wirklich sehr, sehr schön, liebevoll umgesetzt. Ist natürlich einfach, ne? Aber es macht trotzdem Spaß, ne? Ja, ne? Und Lene kann dann auch schon mitspielen. Das King Domino könntest du auf jeden Fall auch schon spielen. Deswegen, also ich würde sagen, so bis 6 Jahren kann man sich definitiv Dragomino holen. Danach würde ich vielleicht trotzdem auf King Domino umsteigen. Aber ja, man kann eigentlich nichts Schlechtes dran finden. Das ist wirklich schön gemacht. Diese Dominosteine sind toll. Und vor allem, geht schnell. Das finde ich besonders gut. Es ist wirklich schnell gespielt. Und das gefällt uns allen. Ne? In dem Sinn, mach's gut. Danke fürs Zugucken. Tschüss. Tschüss.